Was geht los, Vanilla Baka, OS, Shisha Team? Neues Tabak-Review. Es geht um den Al-Mahmoud wieder. Eine neue Sorte Grape Mint. Bekommen von Reza. Danke nochmal an dich, Bruder. Ich kann es mal in die Kamera zeigen, dass man das gut sieht. Moment, erstmal gucken, wo die Linse ist. So, Al-Mahmoud, Grape Mint. Dann irgendwas, Gesundheits, keine Ahnung was. Scheißegal. Hier haben wir nochmal den Importeur Rezari. Dann hier oben. Moment, erstmal gucken. 50 Gramm, 4,50 Euro. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Ich bin gespannt, wie er sein wird. Das Ganze rauchen wir in der SKS 610, wie üblich, im Hotshot RT. Die Kohle ist schon durch. Herd kann ausgemacht werden. Das Ganze kommt in solchen Päckchen. Nichts Besonderes. Ja, machen wir das auf und schauen mal, wie das ist. Ich möchte wieder fokussieren. Also Geruch haut schon mal weg. Und der ist feucht. Wie manch Mumu. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber man sieht, wie feucht das ist. Hier, der Tabak. Alles kracht schon auf dem Boden. Aber sieht man sehr gut. Ich habe irgendwo Tabak jetzt auf dem Boden, auf meiner Hose. Ah, ich habe es gefunden. Fokussiert? Ja. Ja, der Schnitt ist eigentlich so ein, ja, ich würde eher sagen, so ein Mittelding. Boah, das Teller geht ja mega ab. Das kann ich auseinander wühlen. Ein paar Ästchen sind dabei, aber jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, die kann man nicht mitrauchen oder sonst was. So, ja, der Schnitt ist Mittelding. Mittel bis grob, würde ich sagen. So, füllen wir den Hotshot RT mal bis zum Rand. Am besten nicht zu viel. Leicht andrücken. Ich denke mal, das sollte reichen. Brauche nicht zu fest andrücken, weil sonst verbrennt er euch sehr schnell. Ich bin gespannt auf den Armband mit Traubenminz. Ich liebe Traubenminz. Also ich rauche sehr gerne Traubenminz. Habe ich aber auch schon ewig nicht mehr geraucht, muss ich sagen. Letzte Zeit bin ich eher auf Blaubeere, Zitrone und so im Kurs. Brauche eigentlich nur sowas. Aber mal gucken, wenn der Al-Mahmoud. Traubenminz bin ich jetzt hier überzeugt. Dann ist gut. Bei Barcelona steht es noch 1-1 gegen Milan. Kann ich mir nicht angucken. Sauber machen, der Tabak ist echt feucht. Also gegen die Feuchtigkeit vom Tabak und Schnitt kann man eigentlich nichts sagen. Und dazu kommen wir gleich nochmal bei der Punktverteilung. Drei Al-Bukhan. Auf einer Einherdplatte angemacht. Keine Gasflasche mehr. Aber klappt auch ganz gut. Wir müssen halt mal schauen, oder ich muss halt mal schauen, ob der überhaupt Hitze abhaben kann. Das war ein bisschen chillen. Da, schauen wir mal. Al-Mahmoud Grape Mint. Let's go.
Doch, natürlich eine Zeit, bis er eingeraucht ist. Bei der Feuchtigkeit. Fokussiert auf mich. Ja, er kommt langsam. Und man merkt schon die Minze. Der Rauch ist jetzt schon mal gut da. Aber er wird leider mehr kommen. Dann komme ich erstmal zum Geruch. Vielleicht das jetzt machen soll. Man riecht auf jeden Fall die Frische raus von der Minze. Traube riecht man auch sehr gut raus. Aber wie man auch hier auf, ich kann das ja nochmal zeigen auf dem Bild hier oder auf dem Schnitt eben kurz. Ich weiß nicht, ob das eine schwarze Traube hier sein soll. Erstmal gucken, wo die Kamera ist. Da. Ich weiß, ob das eine schwarze Traube ist. Sie riecht eher so ein bisschen bitterer als eine normale Traube, Minz oder allgemein Traube. Ich kann es hier nochmal zeigen, den Schnitt. Man sieht auch sehr feucht, wie der Tabak glänzt. Und auch die Folie hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine schwarze Traube sein soll oder ob das eine normale Traube sein soll, keine Ahnung. Es riecht auf jeden Fall erst ein bisschen bitterer als eine normale Traube. Kann man bitter sagen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall anders als eine normale Traube. Und die Frische riecht auf jeden Fall sehr gut raus von der Minze. Hitzeresistent ist der Tabak auf jeden Fall. Ich rauche hier mit drei Trikots auf Hütchen im Hotshot und drückt nicht, kratzt nicht, gar nichts. Also es geht gut. Schon mal ein Pluspunkt. Jetzt schmeckt er sehr, sehr gut. Also, kommen wir mal zum Geschmack. Der schmeckt, ich würde auch eher sagen, eher tendieren, nochmal, ich würde eher dazu tendieren, dass es eine schwarze Traube ist, mit Minze, weil der schmeckt auf jeden Fall nicht so wie ein anderer Traubenminz. Ich habe schon einige durchgeraucht und ich finde, der schmeckt anders, aber der schmeckt gut. Also ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Die Minze ist sehr gut da, nicht zu viel, nicht zu wenig, eigentlich perfekt. Ja doch, man muss sagen, das schmeckt ein bisschen bitter, ein bisschen, ich würde mal sagen, bitter, säurig, irgendwie auf jeden Fall eine andere Note. Und, aber der schmeckt gut.
Also ich gebe den ganzen, vom Schnitt gefällt er mir persönlich sehr gut. Es ist zwar nicht so fein wie Mannas zum Beispiel, ist so ein Mittelding. Also Ästchen habt ihr ein paar dabei, die meisten Ästchen könnt ihr direkt in den Kopf packen, die sind nicht zu groß. Also kein Problem, die mitzurauchen. Der Schnitt gefällt mir, gebe ich mal 9 von 10 Punkten. Rauch kann man auch nicht meckern, ist auf jeden Fall sehr gut. Bei 3 Kohlen raucht das Ganze sehr gut, drückt nicht, kratzt nicht. Das ist schon mal sehr gut, gebe ich 10 von 10 Punkten. Vom Geruch ist auch sehr, sehr gut. Gebe ich auch 9 von 10 Punkten. Und der Geschmack ist auch sehr gut. Ich gebe den ganzen, wenn das die schwarze Traube sein soll, mit Minze, dann gebe ich dir auf jeden Fall 9 von 10 Punkten. Das ist ein sehr, sehr guter Tabak. Kaufempfehlung ist auf jeden Fall da. Könnt ihr euch, denke ich mal, fast in jedem gängigen Shop könnt ihr das bestellen, der Al-Mahmoud. Sonst wird er noch in den nächsten Shops oder in den anderen Shops noch folgen, die nächste Zeit. Ich glaube, Shisha King hat den schon. Shisha Neil müsste den, glaube ich, auch schon haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, Kaufempfehlung ist da. 50 Gramm, 4,50 Euro, Entschuldigung. Und dann gibt es ja noch die 250 Gramm, die kosten, glaube ich, 15,90 €. Ja, für den ganzen Tabak, wie gerade schon gesagt, 9 von 10 Punkten. Ja, ich denke mal, das war es erstmal vom Tabak-Review. Mal ein paar Grüße am Schluss, wer jetzt ausmachen möchte. Das war es erstmal vom Tabak-Review, könnt ihr jetzt ausschalten. Das war's OS Shisha Team, jetzt kommen die Grüße. Erstmal schöne Grüße an Janice. Ich glaube, dir geht's gut. Janice wird den anderen Tabak vorstellen, den Beachment, den wir bekommen haben von Al-Mahmoud, von Reza. Den wird Janice vorstellen die Tage. Dann schöne Grüße an Shisha Bruder Alan. Schöne Grüße an Stone & Smoke Michael, ich hoffe, dir geht's gut. Schöne Grüße an Uros. Echt top Videos, die du machst. Kann man nicht gegen meckern. Top bearbeitet. Der Mann ist echt top. Schaut vorbei, Uras, die auf YouTube abonnieren. Und dann grüße ich nochmal Daniel Belz, Dominik Pohle, Daniel Saloff, meine Fußballmannschaft Fuß Haste. Ich grüße meine Schulklasse Easy 21. Ich grüße Delano, Firochan, Shia, Sven. Ich grüße euch alle. Ja. Dann grüße, schöne Grüße nochmal an Nami TV. Na, und das war's dann erstmal. Von euch, Shisha Team, von mir, Aydin. Bis zum nächsten Mal, ihr Vanilla Bakker. Haut rein.